Ihr Lieben, ich bin in der letzten Zeit ein paar Mal angesprochen und angeschrieben worden von jungen Damen in meinem Umfeld. Und die Kernaussage war, ich bin angequetscht, ich bin angebaggert, ich bin begrapscht worden. Und das ist ein Thema, gerade als Vater von minderjährigen Töchtern, da habe ich eine ganz, ganz kurze Zündschnur. Ganz ehrlich, das ist eher ein Druckzünder. Ne? Wer suche, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Irgendwann kam der große Wunsch und Gedanke auf, dass wir hier auf dem Hof zu dem Thema einen Selbstverteidigungskurs anbieten wollen. Nachdem ich mich mit dem Juristen meines Vertrauens länger darüber unterhalten habe, und wir sind beide Väter von Töchtern, von minderjährigen Töchtern, da stellten wir irgendwann fest, dass wir angefangen haben, laut lachend irgendwelche Gewaltfantasien zu teilen, bei dem Gedanken, was wir mit derartigen Typen veranstalten würden. Und daraus ergeht der einstimmige Beschluss, ja, wir werden einen derartigen Kurs anbieten, und zwar am 6. und 7.1. nächsten Jahres, gerade frisch zu Anfang des Jahres. Es ergeht aber auch der einstimmige Beschluss, dass ich diesen Kurs nicht geben werde. Denn dafür bin ich viel zu tief persönlich involviert bzw. emotional zu sehr da drin verstrickt. In manchen Personenkreisen ist es üblich, dann mit der Aussage um die Ecke zu kommen, holy sch, mein großer Bruder. Bei mir wäre das einigermaßen witzlos. Mein älterer Bruder ist einen halben Kopf kleiner wie ich und ist auch sonst die Hälfte von mir. Nein. In meinem Fall zäumen wir das Pferd von einer etwas anderen Seite auf. Denn wenn mir zum Thema Gewaltverherrlichung und Selbstverteidigung die Ideen ausgehen oder ich fange an, rhetorisch oder verbal handgreiflich zu werden, dann ist es für mich Zeit, um Hilfe zu bitten. Und diejenige, die ich mir um Hilfe dazu hole, das ist Kathi. Kathi Johansen hat sich aus häuslicher Gewalt mit mafiösen Strukturen rausgekämpft. Und sie ist Profilerin und Coach für Deeskalation, für Emotionserkennung. Aber sie ist genauso Coach und Trainer für Selbstverteidigung. Wie gesagt, wenn mir die Ideen zum Thema Selbstverteidigung ausgehen, ich hole nicht meinen großen Bruder, ich hole Kathi. Letzteres wird garantiert nicht besser. Dieser Kurs geht über 2 Tage mit jeweils 3 Stunden und vertut euch bitte nicht, diese 3 Stunden sind jeweils unfassbar intensiv. Das ist wirklich anstrengend. Den ersten Tag wird tatsächlich gerockt, dass bestimmte Dinge sitzen. Den zweiten Tag wird sozusagen Feinschliff betrieben. Ihr habt einmal die Möglichkeit, dass über Nacht das Beigebrachte sich tatsächlich setzt und ihr das in einer entsprechenden Situation den nächsten Tag, am zweiten Tag umsetzen könnt. Alles Weitere dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Anmeldung dazu läuft per Mail an mich, an info@mediurs.de. Passt auf euch auf, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal.